Weitermachen. So, was habe ich gemacht? Ich habe in der Zwischenzeit nochmal schnell das Dia geholt, habe die Außenwelt soweit erkundet, habe alle Waffenteile verballert, war dann hier und habe am Schießstand die schwere Herausforderung geschafft. Doch wieder ein bisschen hoch, oder? Millimeter. Sehr schwer habe ich gar nicht mehr großartig probiert, aber. Na doch, ich habe zweimal probiert und dann habe ich einfach mal meinen Punktestand 600 Punkte erhöht. Fand ich persönlich schon eine gute Leistung, aber um alles oder um die höchste Leistung zu bekommen, muss man, glaube ich, auch aktiv alle Viecher killen. Und das schaffe ich nicht ohne einen gewissen Skill, glaube ich zumindest. Und hier habe ich einfach mal alles geschafft. Einfach random. Ich glaube, wie viele Versuche hat gebraucht? 10 Versuche, vielleicht 15 und dann war das Ding durch. Beim zweiten Versuch die 90.000 erreicht, dann halt haufenweise Fehlversuche und dann ging's. Hätte ich mir zwar fast verkackt, weil ich dann am Ende noch zwei oder dreimal auf so ein Minusteil geschossen habe. Also die Minusfässer, die die Punkte runtersetzen. Muss aber sagen, krass, dass ich hier einfach mal alles habe. War ich richtig happy. Dann habe ich mir nochmal das rote Gel geholt, genauso wie das Dia halt. Das war, glaube ich, der gleiche Raum sogar. Habe jetzt noch 700 Gel, Schleim, Innovation. Könnt ihr sagen, wie ihr wollt. Entspannen Sie sich, Detective. Wie kann ich Ihnen What helfen? the fuck? Irgendwas zwischen geil und überraschend. Habe meine Skillung dann genau wie der Es ist auf nicht falsch, List vorsichtig zu sein, aber Sie vervollständigt. können sich Finde ich nicht ja einfach ewig cool. verstecken. Weil Vielleicht deine sollten Schritte Sie verursachen über noch Ihre viel weniger Taktik Geräusche, sodass Gegner nachdenken. sehr viel langsamer verdachtschöpfen. Finde ich mega gut. Schneller bewegen hatte ich ja vorher von vornherein schon. Das hier ist halt ein bisschen dumm. Flash Inventar können automatisch benutzt werden, damit. Ah ne, das ist gut. Der Skill hier oben war glücklich dumm, ne? Kann Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Ne, das war auch gut. Wo ist es denn? Hä? Eine Spezialfähigkeit, mit der du dich einem Gegner schnell nähern kannst, um einen Schleichangriff auszuführen. Ah, genau. Den Skill finde ich halt. Rotze. Ich habe diesmal wirklich ein bisschen auf Gesundheit gemacht. Waffe weiß ich nicht, wann ich das mache und ob ich das mache, weil. Also, wie gesagt, ich habe jetzt die ganzen Zielscheiben soweit geschafft. Ich glaube, hier wollte ich aber was, ne, bei dem. Ach nee, stimmt. Das ist ja das, was ich noch brauche. Damit ich dann Y drücken kann und dann verlangsamen. Und Schlüssel habe ich halt zwei benutzt und genau die zwei falschen wieder. Die ich eigentlich nicht machen wollte, aber gut. Wenn, dann mache ich die Fehler auch gleich fertig. Dann habe ich hier Waffenverbesserung. Diesmal hat die Harpune Stufe 2 gebracht, nicht die Schrotflinte. Ich glaube, wir nutzen was die Schrotflinte. Das ist der einzige große Unterschied. Die Pistole habe ich nicht großartig erweitert, obwohl ich vielleicht mal den Schaden noch machen müsste. Aber mir war jetzt wichtig, die Harpune zu erweitern, alleine schon für den Damage hier. Und dann halt das hier. Getroffene Gegner können nochmal brennen. Das denke ich mir, wird im Spielverlauf nochmal ganz praktisch sein. Und jetzt kann entschieden werden, ob wir nochmal weitermachen direkt. Damit ich jetzt auf dem Stand nochmal bin, wo ich hin wollte, nachdem das Spiel abgekackt ist. Weil ich hatte in der Zwischenzeit zwei Bosse besiegt. Hatte zwei Bosse besiegt. Bin ja einmal komplett durchgelaufen und ja, es kann entschieden werden, ob ich das nochmal machen soll, soweit, damit ich dann zumindest die Aktualisierung habe oder ob ich aktiv gleich was anderes spielen soll. Wie gesagt, spielsoundtechnisch glaube ich, ist gerade gut. So, hab gerade nochmal nachgehört. Also auf Xbox funktioniert zumindest einigermaßen. Auf PlayStation müsste ich nachher nochmal schauen. Kann auch sein, dass das HDMI-Kabel beim letzten Mal nicht ganz richtig drin war, aber obwohl, dann hätte ich auch kein aktiv gutes Bild gehabt. So, werte Moderatorin, denn entscheiden Sie über die Qual der Wahl. Leute, ist meine Haare heute liegen. Ungewohnt. Sehr ungewohnt.
Ja, das war mir klar. Na gut. Dann gehen wir erstmal noch mal ein bisschen ins Horrorgenre hinein. Da muss ich bloß nur mal schnell hier drüben ändern, dass wir auch hier im Spiel drin sind. Und sind wir beim Just Chatting. Just Chatting, wer ist das? Deine Mutter. So, da ist es schon. Zack und zack. Mir ist da jetzt einmal die Entscheidung gehabt, ne? War schon gewechselt? Na, ich bin woanders. Okay, gut. Erstmal ein Rohr in die Tasche stecken. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, am Anfang war ja nicht so viel, ne? Da sind das halt ein paar Sachen, die ich halt nochmal nachspiele im Endeffekt, aber überraschen werden mich jetzt hier nicht so viele Sachen. Hier dreimal klopfen, weiß ich noch. Müssen wir eigentlich zweimal. Das dritte Mal war ja dann, glaube ich, nur noch diese Rauchbombe, aber auch die gönne ich mir. Obwohl, vielleicht kann ich die Rauchbombe sogar noch benutzen. Ich warte mal noch ein Stück damit. Das ist denn das? Licht ist hier, Schleichen ist hier, gut. Eigentlich würde ich auch stoßen, aber ich habe vergessen, A zu drücken. So, hier ist erstmal nichts weiter. Da oben war bloß eine Spritze, aber die bringt mir gerade nichts. E-Mail. Wachstum von Union. An alle zuständigen Personen von Operative Raid. Betreff Wachstum von Union. Dank des Erfolgs des Moose Center Anwerbeplans wächst Union schneller als vorausgesetzt. Die Produktion der Stem-Wannen wurde erhöht. Die Erweiterung von Union wurde skizziert und für das Rendering eingeplant. Aufgrund der Einwohnerzentrumzunahme muss die Union-Umgebungskarte um 50% erweitert werden. Neben neuen Wohngebieten wird eine Landwirtschafts- und eine Industriezone hinzugefügt, um Arbeitsplätze für neue Bewohner zu schaffen. Hier haben Sie anscheinend noch Teile von Union entworfen. Mal gucken, oder? Ja. Könnte das die ganze Karte von Union sein? War ja mal gar nicht so klein. So. Dann haben wir hier bloß ein paar Tote. Naja, ich weiß. Komm, mach auf das Ding. Nur haben wir. Hier war nichts. Jetzt fahren gerade die Server hier hoch. Was ich mir überlegt habe, wenn die Server hochfahren, heißt das dann eigentlich auch, dass die Gegner aktiv hier eigentlich erst geladen werden? Weil rein logisch wäre es ja möglich, dass das halt erst reingeladen wird hier in die Welt und dann geht's los. Heißt, Server kaputt machen, alles kaputt. So. Ich glaube, ihr hört gerade nicht so viele Nebengeräusche, weil wieder Dinge getan werden. Ich bin immer noch überlegen, ob ich halt die Tür da öffne, weil aktiv Sinn macht es eigentlich nicht. So, Pistolenmumpe. Was mir gerade einfällt. Letztes Mal hatten wir das Problem, dass die Schrotflintenmunition gar nicht erst mitnehmen konnten, so viel. Jetzt habe ich erst gar nicht so viel Schrotflintenmunition. Ich bin genau bei 8 Schuss jetzt. Ich muss aber im letzten Mal doch noch irgendwas gemacht haben damit. Ach, keine Ahnung. So, ab jetzt ist das Ding wieder komplett offen hier. Zack, zack. Die Bomben. Ach Hier unten so. ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Ach nee. Wurde nur abgecheckt, ob der noch koexistiert.
Gut, aber im Endeffekt habe ich damit jetzt auch nicht so viel gewonnen. Schade eigentlich. So, machen wir erstmal die Viecher hier wieder fertig, ne? Nee. Ja. Zack. Wir kommen dann halt noch welche raus, aber da kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich kann jetzt zumindest schon mal die Gegner zwischendurch hier fertig machen. So wie letztes Mal auch, weil das hat ja ganz gut funktioniert. Ups, falsche Taste. So würde ich machen. So. Nummer 2. Nachladen habe ich auch ein bisschen erweitert bei dem Bogen, weil why not? Und dann schauen wir doch mal. Den hat letztes Mal nämlich nicht so richtig so gut erwischt, das machen wir jetzt gleich. Aber da drüben kommt man so aktiv gar nicht hin, ne? Also den muss ich runterlaufen lassen. Weil sonst ist der Loot weg. Das kann ich mir nicht leisten. Ist auch noch so einer, der ein bisschen faul rumliegt. Immer das. Immer das Rohrchen. So, rüber, futsch. Fitsch, watsch, futsch. Bei ihm hole ich mir jetzt die Spritzenerweiterung. Da gibt es jetzt Moor, ne? Oder? Ne, Armbrustbolzenerweiterung war das. Hat noch was Spritzen. Ach ne, watsch, war weiter. War später. Genau. So, tot. 1, 2, 3, 4 Gegner weniger. Da bleibt bloß noch die Messertante nachher. Die in tierisch auf den Zeiger geht. Das möchte ich nicht. Den möchte ich dann nutzen. So, dann habe ich hier drei Räume zu erledigen. Ich werde dann wahrscheinlich gleich wieder die Leiter hochgehen. Bietet sie mit am besten an und dann mal sehen, was passiert, ne? Derzeit ist die Notfallabregelung. Kannst ja mal versuchen. So. So, immer regeln und Alarm. Mir sagt es, mich kann jetzt hier in der Hinsicht noch nichts mehr überraschen, weil war halt schon erledigt. Diesmal werde ich aber hier nicht runterfallen. Doch, ich werde wieder runterfallen, weil das Spiel halt bescheuert ist. Wow. Unerwartet. Okay, das war eindeutig besser wie letztes Mal. Nein, tritt doch mal zu. Achso, ich hatte gerade alle weggeschottet. Okay. Dann gehe ich doch wieder hoch. Ich kann das mir ein bisschen irre. Hallo? Mach mal schnell.
Ja, danke. Leck mich, Alte. Fuck you, hell and geh ever. Tschüss. Tschüssen. Gar keinen Bock auf die Alte. Nicht ohne, weil sie ein Messer hat, hat sie schöne Haare oder was? Oh cool. Oh, da wo geht's hin? Ey! So. Erster Schlag. Mann, ich muss das Tier. So dumm, dass du bis immer rechtzeitig über die Schulter gucken kannst und nicht linksseitig. Was hat sie jetzt vor? Eine Schmerze vor. Nackenprobleme hat sie. Und Hals. So ein Hals bei der Alten. Das ist gerade besser noch nicht geflogen. Läuft. Muss Munition sparen. Da brauchen wir jetzt Pistolenmunition, die Pistole ist scheiße. Ausgang B2. Es gibt anscheinend einen Weg. Wenn er noch da ist. Schön. Spritze gleich noch holen, aber erstmal die ganzen Zwischendinger hier erledigen. Nochmal Pistolenmunition. Also wie gesagt, Pistole geht ohne Ende, ne? Cool. Mal wieder ein Bug gehabt. 28 Schuss insgesamt bei der Knarre noch. Ja, warte mal. 38. Nice. Oh, die Wiese war auch keiner mehr, ne? Ah. Hier ist auch nichts. Noch ein Rohr. Rohr habe ich. Und Schrotflinte. Okay, also diesmal Munitionstechnisch sind wir echt gut aufgestellt. Dadurch, dass ich nur die zwei Sprengpfeile benutzt habe. Nice. Ansonsten war noch 5-mal Schrot. Wovon ein oder zweimal unnötig, ne? Und Messer. Ja. Kurz hier lang. Achso, hier muss ich gar nicht mehr durch, weil ich jetzt hier lang kann. Haha. Geht hier rein. Die Spritze lag links, glaube ich. Hier irgendwo. Genau, die nehmen. Warte mal. Achso, stimmt, hier war einmal nichts drin. Wie uncharmant. Hier unten eigentlich noch irgendein Ding zum Öffnen? Nö, ne? Die Laptops, aber Kästen und sowas habe ich hier nicht mehr gesehen. Da waren halt noch ein paar Waffenteile und pipapo. So. Hier hinten war ja auch nichts weiter großartig, soweit ich weiß. Ja, bloß noch das Teil, dann ist gut. Ich werde auch wirklich überlegen, ob ich irgendwo im ersten Stadtgebiet noch was vergessen habe zu bauen oder zu finden. Weil letzte Mal, als wir doch hier waren, hatte ich mehr Schrotflintenschuss. Mir wäre nicht bewusst, dass ich irgendwo welche zwischenzeitlich Außenwelt verballert hätte.
komisch auf alle Fälle. So, hier ist aber erstmal nichts weiter. Gut. Zack. Die Bohne. So, da war ich auch drinne. Da oben war ich. Und geht's bloß eigentlich lang. Dann kommt das gleich wieder die Kammer mit diesem komischen Vieh. So, noch mal gleich hier. Irgendwo da, ne? Jo, alles schick. Noch der kaputt. So, dann haben wir das.